Ohne Reifen dreht sich in einem Lohnunternehmen nichts. Reifen sind die Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Boden, sorgen für die notwendige Traktion. Reifen sind aber auch sicherheitsrelevant. Entsprechend hoch muss die Aufmerksamkeit sein, die Reifen gewidmet wird. Haben sie irreparable Schäden oder ist das Profil abgefahren, müssen sie erneuert werden. Um die Kosten dafür zu reduzieren, montiert das Dannenberger Lohnunternehmen Lange seine Reifen in Eigenregie. Voraussetzung dafür ist ein Reifenmontiergerät, das in der Lage ist, auch große Agrarreifen aufzunehmen. In ein solches Gerät hat der Lohnunternehmer Johannes Lange investiert. Wir haben ihm bei einem Reifenwechsel über die Schulter geschaut. Mit geübten Handgriffen bringt Johannes Lange den Montagearm samt Teller des Reifenmontiergerätes in Position. Dann startet er die Maschine. Hydraulisch wird der Teller gegen die Flanke des langsam rotierenden Reifens gedrückt, bis sich der Wulst löst. Mit Hilfe eines Montiereisens hilft Johannes Lange dem Reifen, der einen Riss in der Flanke hat, von der Felge. Ein neuer Reifen ist schnell in Position gebracht und wenig später aufgezogen. Anschließend muss der neue Reifen nur noch mit dem richtigen Druck befüllt werden, dann kann er samt Felge zurück auf den Schlepper. Mit den richtigen Werkzeugen eine Sache von wenigen Minuten. Anschließend ist der Job erledigt und der Schlepper kann frisch bereift die Werkstatt wieder verlassen.